Hi Leute, in meinem Video zum Thema Wahlfreiheit habe ich relativ provokant formuliert, dass wir Frauen immer scheitern. Ich habe da einige Kommentare von euch bekommen, wo es hieß, was ist dein Problem, wieso machst du dich so abhängig von dem Urteil anderer Leute, ist doch einfach deine Entscheidung, dein Lebensweg, keep cool. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Kommentare bekommen, wo es hieß, ja genau so ist es. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht so, ja, vielleicht haben diese kritischen Kommentare recht und ich bin auch selbst das Problem. Aber was bedeutet das, wenn ich das Problem bin? Das heißt doch, dass ich an mich selbst zu hohe Ansprüche stelle, denen ich nicht gerecht werden kann. Mit diesem zu viel der Ansprüche sind wir im Endeffekt dazu verurteilt zu scheitern. Und was sind denn diese unterschiedlichen Argumentationen in uns? Ich glaube, wir sind die erste Generation, die wirklich daran verzweifelt, auf der einen Seite die Erfahrung, die wir aus der Vergangenheit mitbringen und in uns tragen, mit dem, was wir uns für die Zukunft wünschen, zu vereinbaren. Aus der Vergangenheit, das kennen wir die meisten von uns, kennen dein behütetes Elternhaus, halbtags im Kindergarten, halbtags zu Hause. Aus diesen Kindheitserinnerungen, die wir alle in uns tragen, entspringt so dieses Ideal der Stay-at-home-Mom. Wir wollen für unsere Eltern da sein, wir wollen eigentlich eine genauso behütete Kindheit schaffen, wie wir sie selbst erlebt haben. Auf der anderen Seite kennen wir die Zahlen, Daten, Fakten. Wir wissen, ein Ehemann ist keine Altersvorsorge. Frauen werden nicht gleich bezahlt, sie sind benachteiligt auf dem Arbeitsmarkt. Und wir als emanzipierte Frauen wollen die Emanzipation leben. Wir wollen ein Vorbild sein in der Erziehung für unsere Söhne, für unsere Töchter und zeigen, wie weit die Frauen gekommen sind, dass es Gleichberechtigung gibt. Und deswegen sind wir Working Mom. Sowohl als Stay-at-home-Mom als auch als Working-Mom erfülle ich die mir selbst gestellten Ansprüche nicht. Und das Dritte ist aber dann, sogar als die Person, die versucht, beides zu vereinbaren, gehe ich halt auch zugrunde. Und warum funktioniert das alles nicht für uns heute, im Heute? Ich glaube, es ist tatsächlich eine gesellschaftliche Entwicklung, die so sehr im Gange ist, dass es jetzt noch nicht funktioniert und krasse Reibungsverluste gibt. Und deswegen kommt jetzt hier meine mega steile These, das Patriarchat ist schuld. Patriarchat, Neoliberalismus, Kapitalismus, das gehört ja jetzt irgendwie gerade alles zusammen. Und das beschreibt unser Gesellschaftssystem. Das beschreibt das Gesellschaftssystem, in dem wir aufgewachsen sind, in dem unsere Eltern, Tanten, Brüder, Onkel, Freunde alle aufgewachsen sind, das uns geprägt hat. Und diesem Patriarchat entspringt das Modell der Stay-at-home-Mom. Alles läuft so an Mann orientiert und wir halten ihn den Rücken frei. Und auch das Ideal der Working-Mom orientiert sich wiederum an diesem arbeitenden Mann und setzt diese männliche Rolle als die Erstrebenswerte da. Das heißt, das ist beides Patriarchat. Und das dazwischen, wo wir sagen, wir wollen eine Lösung, das wäre jetzt wirklich das, was nach dem Patriarchat kommt, aber da sind wir noch nicht. Und deswegen funktioniert auch das nicht. Das ist eine komplizierte Argumentation, aber ich denke, ich habe ja sehr kluge Follower hier. Ich glaube, ihr könnt meiner Argumentation folgen. Und deswegen gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt feststellen, sowohl das Ideal Stay-at-home-Mom als auch das Ideal Working-Mom entspringen beide irgendwie dem Patriarchat, dann ist doch die Frage, was kommt nach dem Patriarchat? Weil erst in der Gesellschaftsform nach dem Patriarchat wird diese Vereinbarkeit, an der wir heute immer noch scheitern, die wird dort möglich sein. Und das ist jetzt meine Frage an euch, was kommt nach dem Patriarchat? Und ich glaube nicht, dass es Matriarchat ist, denn der Ursprung beider Wörter liegt in Archi, Herrschaft, und nein, wir brauchen keine Herrschaft mehr. Wir brauchen nicht erst die Antithese, wir brauchen direkt die Synthese. Die Kritik am Patriarchat fällt uns schwer, weil wir damit ja den Weg kritisieren, der uns dahin gebracht hat, wo wir sind. Was kommt nach dem Patriarchat? Ist es die Bindestrichgesellschaft? Es muss irgendwas aus dem 21. Jahrhundert sein, denn so weit sind wir schon. Es muss irgendwas mit Society sein. Gesellschaft, Gleichheit, Toleranz, inklusiv. Menschen müssen unabhängig von Zahlen und Daten bewertet werden, so wie ihre Würde. Deswegen, was kommt nach dem Patriarchat? Vielleicht ist es die Axel Praetoria, die Gesellschaft der Würde. Was denkt ihr? Was kommt nach dem Patriarchat? Sind wir überhaupt schon so weit? Was ist der Grund dafür, dass viele Frauen, nicht nur ich, dass viele Frauen das Gefühl haben, egal wie sie machen es verkehrt? Ich finde das wirklich interessant. Woher kommen diese ganzen Ansprüche? Geht es nur Frauen so oder auch den Männern? Sind die Glaubenssätze schuld oder das Patriarchat? Ich glaube, das Patriarchat ist schuld, weil das Patriarchat Grund ist für die Glaubenssätze. Es ist immer wieder eine Ebene weiter tiefer. Ja? Und ich glaube, das Patriarchat ist das ganz Tiefe. Und ich meine, die ganzen Diskussionen über Emanzipation und Feminismus, ist auch klar, dass das damit zusammenhängt. Wir müssen weg vom Patriarchat und deswegen die Frage, was kommt nach dem Patriarchat? So, dieses Video ist durch eure Kommentare entstanden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch mir hier nochmal einen Kommentar lasst. Was kommt nach dem Patriarchat? Axel Praetoria oder was? Loca? Oder könnt ihr irgendwas damit anfangen? Lasst mir gerne noch ein Abo da, freue ich mich auch. Und dann gucken wir mal, wohin es uns führt. Bis dann. Tschüss.